Mit der MS Adler Nature schippert ein Stück Innovation auf der Elbe. Ein voll elektrisch betriebenes Fahrgastschiff. 250 Passagiere und 50 Fahrräder finden hier Platz. Ab April ist es in der Ostsee im Einsatz, ab Oktober dann hier bei uns in Hamburg. Und stehen dann auch in der Öffentlichkeit bereit für Charterfahrten, Eventfahrten, Rundfahrten. Also wir können, sag ich mal, 10 Stunden am Stück fahren. Es wird rein elektrisch betrieben, also mit Batterien. Die Batterien werden dann nachts über geladen, brauchen ca. 10 Stunden, dann sind sie wieder vollgeladen. Damit das gelingt, braucht es aber die nötige Ladeinfrastruktur. Ein bisschen gibt es die an den Landungsbrücken bereits, doch um künftig voll elektrische Schiffe hier beladen zu können, sieht Nico Berg noch Handlungsbedarf. Fahrgastschiffe brauchen natürlich auch eine gewisse Leistung und diese Leistung, diese Infrastruktur, die muss noch ausgebaut werden, die muss noch geschaffen werden, aber da sind wir in sehr, sehr guten Austausch mit HPA, mit der Port Authority und sind da also wirklich sehr guter Dinge. Ab Oktober soll es dann losgehen, mit Höchstgeschwindigkeiten bis 16 km/h und einem fantastischen Blick auf die Elfi. Und das alles eben umweltfreundlich, ein zukunftsweisendes Bild.